Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG Drive. Wie gewünscht, wenn wir heute mal wieder ein Fahrzeug bauen. Das heißt, heute wird eine längere Folge, weil sowas dauert immer relativ lang. Wenn ihr das ganze Bauen gar nicht sehen wollt, überspringen wollt, dann ist hier oben, seht ihr jetzt die Zahl, die Minutenzahl, bis wohin ihr einfach springen müsst. Merkt euch die, falls ihr einfach ein paar Minuten reingucken wollt. Also da springen und dann fahren wir den Ball nochmal am Ende. Übrigens, das Autobahn-POV-Video zum Peugeot 308 ist oben. Sprich, da, wo wir den auf Höchstgeschwindigkeit fahren und so weiter. Ich reg mich da auch ein bisschen über die Fahrer auf. Und das ist der Tag. Jedenfalls, Link dazu ist jetzt oben rechts. Würde mich tierisch freuen, wenn ihr aufruft. Da könnt ihr mal sehen, wie ich mich ein bisschen aufrege. Das ist ganz lustig. Also, ich sag jetzt nichts, aber es ist... Man merkt, dass ich genervt bin. Supi. Jedenfalls, wir fangen an mit dem Miata. Wir bauen heute mal eine... Bauen wir mal einfach eine Race-Variante erst. Erstmal was Normales. Okay, also erstmal ABS will ich dabei haben. Driver Seat, ja. Front License Plate, Promenade, Front Lip, ja. Also fangen wir jetzt mit den Extras hier an. Das war eigentlich sinnlos so. Front Suspension wollen wir durchaus haben. Das wollen wir alles. Ja, ja, danke. Warte, Door Panel. Müsste nur die Innenseite sein, ne? Ist jetzt da irgendwas weg? Ich dachte, da wäre jetzt irgendwie das... Oder, keine Ahnung, Door Panel. Müsste ja eigentlich die Innenverkleidung sein. Spiegel wollen wir alles haben. Navigation brauchen wir nicht. Nitro, Narbe wollen links. Beifahrersitz brauchen wir in der Rennvariante nicht. Drive Shaft, License Plate brauchen wir nicht. Rücksitzer? Keine Rücksitzer? Was wollen wir jetzt hier verschwinden lassen? Ich weiß es nicht. So, okay, und sonst... Door Panel hier weg. Ich weiß nicht, ob das alles überhaupt funktioniert bei dem Mod. Aber wir haben es mal Strutbar. Keine Ahnung, ob wir überhaupt das Strutbar hier haben. Ich glaube, das basiert auf irgendeinem Wagen, der das hat und der hier hat es eigentlich nicht. Aber naja. So, erstmal Motor. Wir haben den 1,8 Liter Inline 4 Double Overhead Cam Motor. Wir könnten einen 3 Liter... V6 einbauen, wir könnten auch den LS1, wir könnten einen LS-Swap machen, hatten wir in der Einfolge gemacht, einen Hemi V8 einbauen oder einen Rotary. Ist nur gut, also, so ihr wisst, ich liebe V8s über alles, aber der ist, glaube ich, zu schwer. Nehmen wir die Rotary, 13B, ich weiß nicht mal, was das ist, wahrscheinlich vom Dings, oder? Vom RX-7 oder RX-7. Large Diameter, also schön den großen Auspuff, weil der nicht wirklich groß war. Intake, so. Dann nehmen wir mal 50 mm Turbocharge. Wir können es auch einen 80 mm Turbocharge reinmachen, aber ich dachte, meh. Ich weiß nicht, ich will nicht, dass das Ding nur rauskickt. Wir müssen gucken, ob wir dort irgendwelche vernünftigen Reifen drauf kriegen, die nicht so dünn sind. Renngetriebe und ultraleichtes, wie auch immer es auf Deutsch heißt. Ihr gewinnt. Ihr kennt mich, ich kenne die deutschen Begriffe nie. Subi, Transmission hatten wir, genau, Body. So, Bumper, White Body. Ich bin interessiert. Ja, so wie dazu. Ich glaube, also hier gibt es irgendwie sehr viele Sachen, die es nicht gibt. Okay, also White Body gibt es nicht. Ja, okay, gut zu wissen. So, ich weiß gar nicht, von welchem Wagen das ist. Nehmen wir, das ist dann wahrscheinlich vom 200BX, nehme ich mal an, oder? Von dem ist bestimmt. Wo sind wir jetzt? Front Struts. Nehmen wir die Rennsachen natürlich überall. Und wir können hier überall die ganzen Teile auswählen. Die werden dann halt immer ersetzt. Und dann lädt sich immer das Fahrzeug neu, was immer dafür sorgt, dass es ein bisschen dauert. So, wir wollen auf 4 Lack oder 5 Lack. Wir nehmen auf 5 Lack, sind wahrscheinlich mehr zur Auswahl. Front Wheels. 5 Lack Front Wheels. Ihr seht, die sind größer. Bremsen nehmen wir natürlich die. Ja, ist von Total Pix. Da gibt es nicht den LS. Rennbremsen und die nehmen wir die Full Race, ja, kennen wir mal die Full Race, aber die sind wahrscheinlich, wenn wir kalte Bremsen haben, sind ja nicht so geil, aber naja. So, okay, und dieses Menü ist immer sehr unwissentlich. So, jetzt können wir die Räder aus. Was nehmen wir uns denn? Was haben wir denn überhaupt, also was haben wir gerade drin? 14 mal 5, 5. Also ich würde nicht gerne größer als 14 werden, weil das war schon groß. Also sagen wir 15 kann man noch machen. Wir gucken mal, was wir bei 15 alles im Angebot haben. 15, 9, 14 haben wir auch. 14, 8. Elder Power Push. Wie sehen die aus? Nee, die sind definitiv nicht für den Miata. Praktisch. Basket Weave. Ich
Ja, das sind alles so klassische. Irgendwas Moderneres. ETK 15.7, ETK ist Aero. Räderauswahl ist immer sehr schwer, wenn man nicht sieht, wie die aussehen. Weil ich hier komplett von den Namen ablesen muss. Okay, das ist sowieso alles mir viel zu groß hier. 15.8 haben wir da. GP Sandstars. Wie sehen die aus? Nee, ups, sind richtig Offroad. Okay. Sind wir jetzt einmal durch? Nee, okay. Okay, Sporter, wie siehst du aus? Komm. Das ist alles so, sind so ältere klassisch. Ach so, wir waren schon einmal drum, ne? Ja, gut, das scrollt automatisch wieder um. Nehmen wir hier die EDK 15 mal 8 hier, keine Ahnung. EDK Q16. Ist jetzt nicht wirklich hübsch, aber die nehmen wir mal. EDK Q16. Okay, wir haben hier aber keine. Wir haben keine Slicks für den. Ha, ich will Slicks. Und wir kriegen auf die bestimmt auch keine Slicks, oder? Ja, nee, das muss man gar nicht probieren. Ist blöd. Ich will gerne Slicks haben. Okay, kriegen wir auf die. Kriegen wir auf euch. Oh Gott, Chrom. Immer der Rennteil. Nee, kriegen wir auch nicht. Eieiei. Basket Weaves kriegen wir da wenigstens Dings drauf. Okay, wir kriegen nirgendwo irgendwelche gescheiten drauf. Das ist ein bisschen unpraktisch. Ich hätte gerne gescheite. Einfach. All Race, danke. 245 Grip All Radio TA Front Eyes. Wir bleiben bei den 235ern. Welche Dings haben wir jetzt? Das sind die Beta Cubicoids. Okay, dann nehmen wir die All Race Front Eyes. Dann sollten wir jetzt schöne Slicks haben, hoffentlich. Sie. Okay, wir haben Slicks. Wheels. So, okay. Nochmal von Wheel Hard, von Brakes. Das haben wir alles gemacht. Ja, gut. Struts, Wheel Hub, Steering hatten wir. Okay, also können wir weiter zurückgehen. So, wir waren bei Front. Bei der Frontfederung. Fuel Tank, egal, nehmen wir den Drag. Hier können wir, denke ich, nicht wechseln. Ich denke, wir können keine Autoteile wirklich wechseln, aber wir können halt eben unter der, also keine Karosserie oder so verändern. Aber wir können halt unter der Haube, also ganz viel tun, ne? Auf jeden Fall brauchen wir den High Performance Radiator, gleich wieder für unseren Wankelmotor. So, Rear Suspension, Differential. Race Limited Slip Rear Differential. Yep. Schön die ganzen Sachen hier reinpacken. Dann zurück wollen wir einmal Struts. Race Rear Coilovers. Yep. Immer auf Rennen gehen, ne? Wir können ja aber auch keine. Also wir hätten Rally. Wir hätten nicht wirklich Offroad-Sachen, falls wir einen Offroader bauen wollen. Sehe ich gerade. So, wir brauchen wieder Five Lug Wheels. Und Bremse nehmen wir wieder die Full Race, natürlich Brake Pads und da brauche ich vielleicht auch die Bremsen an sich. Race Bremsen, okay. Schön die Rennbremsen überall hinpacken. Jetzt wollen wir die gleichen Räder finden. Hier war es irgendwo. Bitte, die waren das Cube, irgendwas, bla bla, whatever. Und dann wollten wir hier. Das sind nämlich mal ein Drag-Reifen, oder? Grip All Radios sind, glaube ich, Drag. Wir sind es nicht mal. Aber okay, dann nehmen wir hier wieder die All Race, die Race Tires. Okay, also schön wieder Slicks, danke. Ich mag nicht, wie wenig das da reinpasst, gebe ich zu. Okay. So, dann haben wir das auch. Das geht doch schneller, als ich dachte. Also mit dem Fahren wird das hier fast eine 20-Minuten-Folge, aber trotzdem. Das können wir nicht verändern. Da brauchen wir natürlich ein schönes Lenkrad. 301, nehmen wir mal. Okay, Subi, dann wollen wir hier nochmal. Okay, vielleicht ein bisschen. Oh Gott. Rein damit. Können wir das irgendwie übernehmen? Live-Update, ja. So zum Live-Update, weil das ganz. Oh wow. So, jetzt rein damit.
Okay, ja, das ist besser. Vorne muss es auch noch rein. Weil wir haben kein White Body drauf. Und ziemlich viel Toad und Kemba drauf, aber das lassen wir mal alles. Ja, ich nehme mal einfach mal an, die Federung ist okay, aber Right Height. Oh ja, wir müssen den Wagen höher machen, weil ihr seht, die Räder würden reiben. So, Break Talk, das wollte ich nicht. Wir können halt eben sau viel anpassen, ne? Das ist schon geil eigentlich. So, Wastegate. So viel können wir hier machen. Wo hatten wir gerade, wo hatte ich denn? Die war doch eben. Right Height. Da. Machen wir mal auf 0. Okay, und vorne, aber das ist schon wieder viel Platz. So. Kann ich? Danke. So, okay, wie sieht das jetzt aus? Passt das? Vorne ist grenzwertig. Vorne muss noch ein bisschen. Aber hinten können wir den sogar noch ein bisschen runter machen, oder? Sage ich jetzt einfach mal so. Also packen wir mal vorne auf. Ja, keine Ahnung. 5. Na komm. Na, 13, okay. Und hier auf minus 8. Weil der wird nicht wirklich tiefer denn, oder? Egal, so packen wir das mal. Dann wollen wir dir noch eine andere Farbe geben. Keine Ahnung. Keine Ahnung, nimm dich in Flame Orange. Sieht jetzt nicht geil aus, so ist mir egal. ja. Okay, gut. Kann ich speichern? Okay, das ist jetzt, kann ich einfach eingeben, bitte? Ich darf es nicht eingeben. Okay, so muss ich machen. Race. Ich muss die Maustaste gedrückt halten, damit ich es eingeben kann. Miada. Okay. Okay, okay, wunderbar. Raus hier. Danke. Und wir gehen mal auf die Teststrecke Automation und wollen mal gucken, inwieweit das Ding abgeht. Ich weiß auch nicht, wie viel PS wir haben. Wir können uns noch die UI-App reinziehen. Damit wir das sehen, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Mal schauen. Wir werden es sehen. So, okay. Dann nehmen wir mal uns den Miata in der Race-Variante. Mal schauen. Klappt erstmal alles. Das ist... Okay, das hört sich schon mal gut an. Der Motor läuft. Jetzt müssen wir nur noch hier unseren... Können wir direkt Diner in den Dynameter? Genau. Ich will gleich mal wissen, wie viel Power wir produzieren. Okay. So. Okay, das Lenker funktioniert nicht ganz. 11.000 Umdrehungen. So, wir nehmen mal hoch. Was war es? Power. Torque ist das Schwarze. Okay, wir haben 200 Pound-Feet Torque. Und Brake Horsepower ist... Wow, haben wir viel Platz. Wo ist denn überhaupt? Achso, okay, sehen wir jetzt natürlich nicht. Weiß nicht, unten. Okay. Beim Flywheel haben wir 450 PS. Jetzt sollte... Okay, wow. Puh, das Ding macht nur Backfire. Guck dich das Ding. Oh, das fährt sich ziemlich gut eigentlich. Also, oh, hier muss ich sehr aufpassen beim Kurvenausgang, okay. Aber grundlegend der Grip in den Kurven ist ganz gut. Das ist ein Maschinengewehr. Wow. Oh, diese Kurve ist immer fies, wenn man hier aufs Gas geht und dann haut es rein. Oh ja, man merkt, wie der Turbo reinkickt. Oh, bremsen. Au. Das war nicht so nett. Man merkt sehr, wie der Turbo reinkickt. Oh, wow. So. Ihr seht, hier hat er eigentlich ganz... Also grundlegend ganz guten Grip, aber dann haut es ihn doch raus. So. Oh, wow. Okay, wir haben ziemlich viel Power. Wir haben weit mehr. Wir haben... Oh, das ist gerade hochgegangen. Okay. Wir haben über 1000 PS. Wenn ich das richtig lese gerade. Ja, okay. Also wir haben so viel PS. Warte, es gibt ja noch den anderen Graph, oder? Den will ich auch nochmal sehen. Der zeigt uns nämlich das nicht live an, sondern zeigt uns nur an, wo in der Rev-Range wir gerade sind. Wo
Machen wir es. Oh Gott, da, 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 da. Und wir hitzen sehr leicht auf. Der Wagen wird sehr leicht heiß. Shift Point Debug, nee, Torque Curve, das war's, ne? Ja. Okay, also was haben wir hier? 598 Pound-Feet Torque und 1000 PS. Ja, holy shit. Also hätten vielleicht den Turbo rauslassen sollen. Dann fährt er sich, denke ich, noch besser. Einiges besser. Und die Bremsen sind noch kalt. Okay, ich will mal den Turbo ausbauen. Nee, ohne. Sie sehen es ja. 339 PS ohne Turbo. 1044 PS mit Turbo. Was ist das für? Aber wir haben doch den 40 mm eingebaut, oder? Was passiert? Okay, was passiert, wenn man den 80 mm Turbo einbaut? Das muss ich jetzt herausfinden. Das ist jetzt hier pure Wissenschaft. 50 mm haben wir. Es gibt immer noch einen 80. Oh mein Gott. 1150, nicht viel mehr. Aber wir haben auch noch Nitro. Taucht es auch auf? 1200. Na, ah, okay, das ist nicht mehr viel mehr. Da startet der Motor nicht mehr. Okay, der Motor startet nicht mehr. Gleich im Streik. Oh, jetzt haben wir den normalen aus Versehen ausgewählt. So, zum Vergleich ist der normale, ne? Will ich nur mal so sagen. Okay, aber auf jeden Fall. Der ist nicht 1150 PS, das ist jetzt falsch. So. Der ist sehr geschmeidig im Vergleich. Aber war cool, okay. Falls ihr noch weitere Varianten des Miata sehen wollt, schreibt es einfach unten in die Beschreibung, was genau ihr sehen wollt. Und ja, weitere Wünsche natürlich wie immer gerne gesehen. Was wollt ihr sehen? Wollt ihr Destruction Derby sehen? Wollt ihr sonst irgendwelche Kuchenwünsche sehen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer CV. Ciao.